Ja, hallo meine Freunde. Ja, das nächste Video. Das nächste Produkt zu meinem neuen Projekt. Ja, und zwar eine Durchflusstemperaturanzeige von Thermatec. Ja, die ist nicht gerade günstig, aber sie ist gut. Wollen wir hoffen, weil probiert habe ich sie auch noch nicht. Ich habe mir zwar auch hier mal ein Video angeschaut und ich habe lange überlegt. Ja, und die ist es geworden, da könnt ihr euch drauf freuen. Die wird also dann in meinem neuen Projekt wieder verbaut. Und lassen wir uns mal überraschen. Ich habe nämlich gerade aufgemacht und habe gedacht, ach Mensch, komm her. Ich habe noch vom Kamin wieder schmutzige Finger. Ach Mensch, ist immer schlimm, ne? habe ich mir gedacht, mache ich direkt ein Video dazu. Ja, ne? Vielleicht sucht ja einer noch so ein Teil und will mal wissen, wie das Ding aussieht und so weiter und so weiter. Weil ich hatte lange gesucht und habe dann einige gefunden, aber das war meistens nicht so, wie ich es haben wollte. Oder es war nur Durchfluss oder nur Temperatur. Da müsste man dann zwei verbauen. Ja, und dann habe ich mich dann doch dafür entschieden. Wie gesagt, der Preis, der war, glaube ich, bei Alternate 62 Euro. Ist natürlich viel Geld, aber ja, dafür hat man natürlich, glaube ich, ich hoffe, was Vernünftiges. Weil ihr seht hier schon auf dem Foto, das wird also auch sehr groß angezeigt. Ja, einmal Temperatur und einmal Durchfluss. Ne? Und das Schöne ist, das Ganze hat natürlich auch noch eine tolle Funktion. Und zwar kann man hier das Ganze, wir packen es mal aus, hier ein bisschen Papierkram, Bedienungsanleitung. Das Ganze hat natürlich auch noch einen Vorteil. Man kann hier sogenannte Warnungen einstellen. Das heißt, ich kann eine Mindesttemperatur eingeben und geht die Temperatur darüber, ja, dann warnt der sofort mit einem sogenannten Piepston. Ist der Durchfluss eingestellt, also ich gebe jetzt irgendeinen Durchfluss ein, ja, 150, 140, 120 und er geht darunter, dann kriege ich einen Warnton. Und darum habe ich gedacht, Mensch, das ist schon eine gute Sache auf jeden Fall. Dann hört man direkt schon mal, was los ist. Ja. Das Ganze geht natürlich auch noch über die Thermatec Software. Ja. Das Ganze kann ich dann auch noch über die Software beobachten. Ja, ob man es darüber auch steuern kann, bin ich mir auch noch nicht so sicher. Aber wie gesagt, das sehen wir dann im Bastelkeller. Ja, wenn wir den verbaut haben, dann gucken wir uns das Teil natürlich auch mal genauestens an. Wir schauen mal, was alles drin ist. Wir haben hier einen sogenannten Stromanschluss, ja, SATA, ja, SATA-Anschluss, hier seht ihr, den Anschluss kennen, glaube ich, die meisten mittlerweile, den habt ihr am Netzteil, ja, dann wird das Ganze hier verbunden, ja, und dann kann man es eigentlich auch schon am Gerät steuern. Wer aber über die Software steuern möchte, kann dann hier das Kabel auch noch einstecken, das kennt ihr, dann könnt ihr das Ganze auch noch über die Software installieren von Thermatec, ja, und dann hat man dann auch noch das Ganze über die Software. Jetzt schauen wir mal rein. Boah, das Ding ist schwer. Wow, ist das schwer. Uiuiui, das ist massiv. Was ist, Kinder? Das ist was wie eine Pumpe, du. Mein lieber Mann. Also, das ist wirklich, also heavy, heavy. Hier sitzen noch zwei Stopfen drauf. Hier kommen die ganz normalen 1/4 Anschlüsse dran. Ja, dann wird das Ganze, wie gesagt, eingesteckt. Dann kann man das Ganze hier oben einmal, der Stromanschluss, einmal der USB-Kabel, ja, wer es also über USB schalten möchte. Das Ganze kann man aber auch hier am Gerät, ja, mit diesen Tastern einstellen. Ja, haben wir hier schöne Taster und dann kann man das Ganze einstellen. Also ich finde das Ding schön, sehr schön. Und ich sage euch wirklich, wenn ihr das ist richtig schwer, also Wahnsinn. Ein tolles Teil. Hoffentlich halten das die Röhren aus, weil der so schwer ist. Aber schön, gefällt mir. Ja, Stopfen, gucken wir mal. Machen wir mal einen Stopfen hier raus. Ja, die kommen dann ab und ihr seht hier, ja, also tolle Anschlüsse auch. Das Ganze ist Messing, so wie es aussieht. Ja, und dann hat man hier praktisch beides. Das heißt Temperatur und Durchfluss. Ja. Und das Ganze, wenn man ja möchte, mit einem Kabel. Ja. Und ich würde sagen, ich schließe das Ganze mal jetzt nur über den SATA-Anschluss an, weil ich habe ja hier mein Netzteil stehen.
Und dann gucken wir mal, ob man da schon was sieht. Ich weiß ja nicht. Durchfluss könnten wir ja nicht sehen, weil wir haben ja jetzt keinen Durchfluss da. Aber wir können ja mal gucken, wie die Anzeige aussieht. Ja. So, wir stecken es mal ein. So, ja. Und dann schaut man mal das Netzteil ein. Und da haben wir schon was, seht ihr? Ja. Durchfluss dürfte eigentlich gar keiner angezeigt werden, weil haben wir ja eigentlich gar nicht. Ne? Ah, jetzt ist er auf 0 gegangen. Ja, jetzt springt er auf 0. Seht ihr? Und? Schon warnt er, weil wir keinen Durchfluss haben. Ja, da haben wir direkt schon diesen Alarm. Ja, also das kann man alles einfach, Fahrenheit, Grad, Celsius, ihr seht, wir haben 20 Grad. Ja, das Piepsen kann ich, glaube ich, jetzt nicht abstellen, weil das müsste man dann auf 0 setzen, den Durchfluss. Ja, aber gucken, ob ich da was hinkriege. Nee. Mal länger draufhalten. Ah, jetzt. Ja. Ja, da haben wir also die Gradzahl, die wir einstellen können. Wir können das Ganze, denn auch die Temperatur, also wenn es unter über 45 Grad gehen würde, ja, dann wird der uns dann auch warnen und so auch genauso der Durchfluss. Also absolut schickes Teil. Ja. Tolle Verarbeitung, wie gesagt, unheimlich massiv. Wirklich ganz toll. Ja. Und wer es dann eben über die Software machen möchte, wie gesagt, das andere Kabel auch noch eingesteckt und ja, einfach Freude haben. Ja, dann hat man eine sichere Sache, denn dieses Piepsen, das hört man. Ja, da weiß man direkt Bescheid, oh, irgendwas stimmt nicht, Pumpe läuft nicht, ja, Durchfluss ist nicht da, vielleicht Verstopfung da und so weiter. Ja, und bei der Temperatur genauso, irgendwas stimmt nicht, ja, irgendwie vielleicht stehen die Lüfter, ja, und so weiter. Also ich finde das Teil absolut genial. Ja, Pacific TF2 hat seinen Preis, aber dafür kriegt man auch was. Und verarbeitungsmäßig mega, absolut mega verarbeitet. Ja. Und wenn es dann auch noch über die Software zu sehen ist und einzustellen ist, ja, mehr kann man, glaube ich, nicht erwarten. Ja. Ich habe gedacht, Mensch, komm, mach ein Video. Gibt genug Leute, die vielleicht da mal gucken wollen, die sowas suchen, ja, die beides in einem haben wollen und vor allen Dingen auch eine schöne große Anzeige. Ja. Meisten, die ich bisher hatte, auch auf dem CPU-Kühler gibt es ja auch direkt integriert. Ja, die sind ziemlich klein. Hier hat man schickes Teil. Also, meine Freunde, ich kann es euch vorstellen, wie gesagt, wenn ihr ein Abo da lasst, kriegt ihr das, verpasst ihr das nicht, Bastelkeller, ja, könnt ihr euch drauf freuen. Es wird wahrscheinlich nach Weihnachten kommen, weil das schaffe ich, glaube ich, alles vorher nicht. Aber ihr seht schon hier im Hintergrund, ja, könnt ihr mal raten, was da steht. Ja, also angefangen habe ich schon. Ja, und die nächsten Videos natürlich kommen alle dazu, ja, wie das Gehäuse und so weiter, welche Lüfter verbauen wir und und. Aber wer ein bisschen schlau ist, der sieht eigentlich schon im Hintergrund, was los ist. Wir werden wieder Hardtubes machen, ja, das Ganze wird sehr schön werden mit zwei Radiatoren und so weiter und so weiter. Ja, darum Abo dalassen, da freue ich mich drüber. Und wie gesagt, wir sehen uns vor Weihnachten noch, da kommen noch Videos, ja, lasst euch überraschen und... Ja, was sagt der Kalle immer ganz zum Schluss? Genau, meine Freunde, bleibt gesund, ganz wichtig. Und wir sehen uns, wir hören uns. Tschüss zusammen.